Ich mach mal den Generator weiter. Dreistigkeit siegt! Mhm. Geh aus dem Weg, geh aus dem Weg, geh aus dem Weg! Ich kann nicht rüber, wenn du da im Weg stehst! Mann! Du bist so ein Spacko, ey! Wer ist hier ein Spacko? Du bist ein Spacko! Du bist ein Spacko! Du bist ein Spacko! Deine Mutter ist Spacko, ein Spacko! 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 Moin Moin und herzlich willkommen zum Zockerpansen. Ich bin der Lars und der Typ, der da sich das Schmunzeln nicht verkneifen kann, ist der Tolle. Hi! Moin, ihr Pansen. Hallo! Hey, wir sind wieder auf dem Public-Test-Build-Server unterwegs und wir haben gerade mal geile Kostüme gekauft. Was trägst du denn da Feines? Ja, so ein geiles Cyberpunk-Kostüm, so à la Shadowrun, wenn das noch jemand kennt. So, mit einer schönen Sonnenbrille. Und was hast du da am Start? Ich habe mir nur so ein feines Jäckchen gekauft, aber ich finde, das komplimentiert ganz wundervoll den restlichen Look meiner Fangmin. Deine Hose? Ja. Naja, wir versuchen ganz verzweifelt schon den ganzen Abend einfach mal so ein schönes Spiel gegen diesen ollen Clown auf die Beine zu stellen. Genau. Und das probieren wir jetzt auch wieder und ihr seid mit dabei. Bis gleich. Live. In der Map. Nein, doch nicht live. Bis gleich, ihr Pansen. Haut rein. Tschö, tschö. Nach einer halben Stunde Magen auspumpen, sagen sie dann, das ist gar kein Bier. Was? Oh, krass, okay. Oh Mann. So, da sind wir dann auch. Ja, genau. Wen haben wir denn da? Ach, die Lori sehe ich hier hinten rumlaufen. Mhm. Jetzt wird's spannend. Welchen Killer haben wir? Ach, und die Fangman, die hässliche, ist auch da. Ja, und ich habe gerade gedacht, ich höre das Lullaby, aber es war einfach nur dieser komische Baum, der hier vor sich hin heult. Ja, wir hängen gerade zu dritt am Generator. Ich habe hier gerade einen hübschen Blick auf die andere Fangman, die hatte... Lol. Die hatte drei Fetische an. Ihr Spaten, ey. Naja, ja, dann macht mal schön da rum an eurem blöden Generator. Ich muss mich mal irgendwie verziehen. Du lenkst dann alles ab, was kommt, ne? Ich werde den eher oder die eher zu euch lenken, ja. Achso. Da kommt er. Wer ist es? Wer ist es? Weiß ich nicht, aber ich hab ein Heartbeat. Oh, das ist Ledernacken. Ledernacken. Ja. Der gute alte Ledernacken. Bisschen schade. Warum spielen die Leute diese Boring-Ass-Killer, wenn sie jetzt doch hier diesen geilen Clown spielen? Ja, spielt doch mal den Clown, Leute. Was ist denn los mit euch? Und habt wenigstens geile Skins dann. Ich meine, was stimmt denn mit euch nicht? Gut, also was die Skins angeht, können wir uns das nicht beschweren. Doch, Leatherface hat ja keine Skins. Er ist ein Licensed-Killer. Die haben ja keine Kostümfälle. Also, warum spielt man bitte einen Licensed-Killer auf dem Public-Death-Server? Ich weiß auch nicht. Sag mal, machen wir hier gerade Gen Rush? Ist, ja, aber eher unabsichtlich, oder? Ja, aber das ist schon. Es sieht ein bisschen danach aus, auf jeden Fall. Mhm. Ja, was? Jetzt mach doch mal weiter da, Fengming. Was soll denn das? Dumm-di-dumm-di-dumm. Bastel, bastel, bastel. Oh, ich hab derbe Kamera-Ausfall. Nope. Hey, mein Totem. Nein, mein Totem. Okay, dann lass du dich halt wegsägen. Okay. Mach ich dann. Sich Regen bringt Segen. Ja. Yeah. Was zur Hölle? Da hinten steht einer rum und macht gar nichts? Ja, what the fuck? Ich check mal die üblichen Totem-Locations. Ich geh ins Haus. Konnte ihn so durch die Balken durchsehen und der stand da einfach mitten in der Botanik. Oh, jetzt bewegt er sich. Oh, Killer? Heartbeat? Aber wohin will er, der Killer? Weiß man nicht. Ich geh mal in den Schrank. Wow, kann ich mir den Spruch jetzt nachträglich noch patentieren lassen? Wohin will er, der Killer? Ja, fand ich gerade sehr witzig. Ja. Gutes Material. War super lustig. Ja. Kommt dann auch nächstes Jahr zu meiner Stand-Up-Tour, wo ich diesen Spruch bringe, 80 Mal. Ja, toll. 3 Stunden lang. Yep. Traust du es mir zu? Das ist dann Performance-Kunst. Ja, auf jeden Fall traue ich dir das zu. Das streitet es überhaupt nicht ab. So, ich mach mal hier oben. Dieses Haus verwirrt mich jedes Mal. Den Generator oben. Oben im Haus. Oben im Haus den Generator? Ich weiß, wo man's kriegen kann. Oh, hi. Hallo. Hast du eine Toolbox? Joa, ich mach mal ein bisschen Toolbox hier. Super, ich hab Leader 3. Ja, geilo, dann passt das doch. Mhm. Also irgendwie hat er noch nichts gebacken gekriegt, der Kollege. Nö, jetzt recht. Also beschweren tue ich mich nicht. Ich schreibe jetzt keine Briefe. Dear Leatherface, you suck. I'm up in the house. Ah, jetzt geht's aber ab da unten. Kommt er hoch oder sägt er da unten rum? Da liegt halt einer, ne? Da liegt einer, ja. Keine Ahnung. Frosted Blood. Sehen wir dann ja gleich. Ja, aber jetzt gleich die Tür gestürmt kommt, ne? Ja, vor allen Dingen ist ja auch richtig und das wollte ich machen. Was, die Dings?
Dann mach du. Nee, ich wollte da rüber, aber egal. Wie kommt man jetzt hier runter? Gar nicht, ne? Verkackt sozusagen. Die andere fängt mit und läuft jetzt unten lang. Mal gucken, ob sie... Also die wollte da wie bescheuert rum, aber ich sehe den Killer nicht. Nee, ich auch gerade nicht. Noch eine alte Toolbox gegen meine gegen mein geiles Medikit? Ich glaube nicht, Tim. Ja, irgendwie ist die gerade abgehauen. Wie auch immer. Abgehauen? Wer? Naja, also die andere Tante da. Wahrscheinlich hat sie hier von Bill das Ding, dass sie dann aufstehen kann, wenn sie nur lange noch liegt. Ah, kannst du haben. Aber die war sehr schnell damit, also... Ich bin noch nicht so richtig auf dem Laufenden, was die neuen Perks angeht von der neuen Survivor. Hatte die auch irgendwas in der Richtung? Ich glaube, der Killer hatte irgendein lustiges Add-on. Irgendeinen coolen neuen Perk, der auch wirklich so ein Game-Changer ist. Ja? Okay. Du, sag mal, hast du bei dir auch keine Anzeige darüber, wie viele Generatoren wir noch machen müssen? Nee, ich hab, bei mir sind zwei. Okay, bei mir ist die Anzeige weg. Aber ich habe auch so leichte Bug-Anzeichen. Nicht so schlecht wie nach dem letzten Patch, aber so leichte. Manche Sachen sind noch nicht so komisch. Irgendwie ein bisschen weird heute. Ich bin ja vorhin auch schon mal rausgeflogen. Das war so semi-lustig. Oh, da kommt die zu uns gerannt. Super. Oh. Wow. Okay. Ich ignoriere das mal fleißig. Er ist so einen halben Meter an mir vorbeigelaufen, aber hat sich gesagt, nee, ich hau jetzt hier nicht die Feng Min, ich hau jetzt die andere Feng Min. Naja, okay, passt schon. Machen wir zu Ende. Komm mal wieder her hier, genau. Ich hab einfach die ganze Zeit weitergemacht. Ich geh dann gleich retten. Mach das. Der ist da hinten am Struggeln. Nee, da hängt er sie jetzt gleich dran. Okay. Und dann kommt er jetzt straight zu uns. Ich geh mal hier hinter einen Baum und tu so, als wäre ich nie hier gewesen. Mach das. So, wo ist denn jetzt nochmal ein Generator? Ich rette die mal. Mach mal. Die ist vom Haken gehüpft. Ach nee, die Lori hat sie gerettet. Mist, da wollte ich mal Held sein. What? Ja, lass uns doch mal Held sein. Und hier, bleib doch mal stehen, du Nudel. Jetzt sind wir wieder alle auf einen Haufen. Ja, alle wollen sie heilen. Gib uns die Punkte, du. Aber ich bin der Heilspezialist. Ich hab die coolen. Bleib doch mal stehen, du. Taschenlampe. Alter, bist du dumm oder... Ob du dumm bist, hab ich gefragt. Hör auf jetzt! Jetzt! Was zur Hölle? Was? Willst du das Ding haben? Ja, komm hier. Ich geh jetzt weg. Das war wahrscheinlich ihre. Testserver, ach, naja. Jetzt? Ja, ich habe ihre Taschenlampe geklaut. Der hat wahrscheinlich Franklin's Demise, womit sie die Taschenlampe hat fallen lassen. Mm-hmm. Und die habe ich gerade gefunden. Die wollte sie wieder haben. Aber auf dem Testserver ist das doch so egal, Leute. Ganz im Ernst. Wir checken mal, wo die Luke ist, ne? Vielleicht ist sie beim Mähdrescher. Guckt ihr da mal? Ja, ich weiß es nicht. Also, geil ist halt, wie gesagt, ich kann überhaupt nicht sehen, wie viele Generatoren noch gemacht werden müssen. Einer. Einer, okay. Oh, oh. Da ist er. Mach mal Tote. Da rennt er vorbei. Ich renne in die andere Richtung. Oh. Bist du? Nein, die andere. Rettest du oder soll ich? Oder? Nö, ich mach jetzt mal einen Generator hier. Ja, ich sehe dich, ich komme da gleich zu. Irgendjemand muss das ja machen. Oh. Ah, guck, die kommen doch super zurecht da. Die brauchen uns nicht. Wie hat die sich denn da rausgehauen? Die hat doch keinen Decisive Strike. Ich stell keine Fragen. Ich mache hier auch einen Generator. Mal gucken, wer schneller fertig ist. Oder ich komme zu dir. Das macht mehr Sinn. Was war das denn? Ich komme zu dir. Oh. Wow, ich mach mal den Generator weiter. Dreistigkeit siegt! Mhm. Geh aus dem Weg! Ich kann nicht rüber, wenn du da im Weg stehst! Mann! Du bist so ein Spacko, ey! Wer ist hier ein Spacko? Du bist ein Spacko! Posten. Du bist ein Spacko! Deine Mutter ist Spacko. Ein Spacko! Spacko! Leatherface! Uiuiuiuiuiui! Okay, ich muss hier weg. Hatte der ernsthaft keinen Bock auf uns und ist gegangen? Wenn jetzt alle drei hier rumwieseln? Keine Ahnung, es sah ein bisschen danach aus. Der hätte auch total Tabula Rasa machen können, da gerade. Ich glaube, der fühlte sich ein bisschen verarscht. Ach, keine Ahnung, vielleicht hat er auch einfach nur Spaß. Mit Recht! Vielleicht hat er auch einfach nur Fun gerade. Nito. Adrenaline ist irgendwie aktiviert worden, sehr nice. I like. Mal gucken.
Boah, diese Sonnenbrille, ey. Meine Güte, die sieht aber auch echt fresh aus. Also meine. So aus der Nähe, die ist echt richtig cool. Ich spiele ja mit Absicht jetzt nicht mit Webcam. Ich habe eine neue Brille. So eine, oh, hast du? Ja, ja, so eine besser für die Augen Anti-Screen Filterbrille. Fancy. Also das Tor ist auf hier. Wenn du Lust hast, komm doch vorbei und statte mir einen Besuch ab. Ja, ich würde mich freuen. Ich habe jetzt noch so ein Totem gemacht, so ein Totem. Meine Tür steht immer für dich offen, weißt ja, ne? Ich gehe lieber zu der anderen, die noch nicht offen ist. Und ich habe hier gerade ein Heartbeat und ich weiß nicht, wo na, der Kollege toll. Ist. Ich krieg bestimmt gleich wieder auf. Weißt du, ich reich dir die Hand und du so slap, nö. Versteh der, schon. Der Ledernacken, der hat bestimmt Verwendung für deine Hand. Deine Mutter ist ein Ledernacken, jetzt komm an hier, du Arsch. Traub an, du klopfst. Oh, jetzt steht er hier. Echt, ihr verarscht den? Seid ihr bescheuert? Dinge, die man nicht machen sollte. Okay, ich gehe dann mal. Ich bin raus. Sneaky, sneaky, sneaky. Sneaky Pete. Okay. Das war lustig, aber ich habe das Gefühl, das hat keiner ernst genommen. Wow, nee, niemand. Aber hey, das ist ein Testserver. Der Testserver ist dafür da, dass man ihn nicht ernst nimmt. GG XD. XD, das gute alte XD. Ach ja, wenn man doch wenigstens die Punkte behalten könnte, die man hier spielt. Ach, seufz. Das wäre doch schön. Oh, ganz knapp. Na. Ah, nee, nee, kein nee. Level, kein Level. Nee, reicht leider nicht. Nee. Reicht leider nicht. Habe ich zwar. Sieht ganz nett aus auch hier. Oh, ich habe gar nicht so viele Punkte, wie ich gedacht habe. Warum bin ich nicht so viele Punkte? Seltsam. Also, ich gebe zu, es war ein sehr witziges Spiel. Und einer spielt auch noch. Aber das war jetzt auch nicht ernst zu nehmen. Also es war nein, natürlich nicht. Relativ schnell hat das keiner mehr ernst genommen. Aber das ist halt der Testserver, ne? Das ist ja so. Also das ist, passt schon, finde ich. Fun and Games. Ja. Gut, wir sind aber immer noch nicht fertig mit unserer immerwährenden Queste, ein Spiel mit dem Clown zu finden. Genau. Und das werden wir jetzt auch weiter probieren. Ich hoffe, ihr hängt euch eben kurz mit dran und wir werden dann gleich ein geiles genau. Spiel gegen den Clown haben. Ob sie wirklich richtig stehen, sehen sie, wenn das Licht angeht. So, bis honk, dann. Honk. Bis später. Zum nächsten Mal, ihr Pansen. Reingehauen.